Hallo und herzlich willkommen, Maverick hier mit einem neuen Tutorial zum Thema Reason. Heute möchte ich euch ein Rezept der anderen Art vorstellen, wenn es darum geht, coole Sounds in Reason zu erzeugen, wobei ihr dieses Rezept nicht unbedingt nur in Reason zur Anwendung bringen könnt, sondern natürlich selbstverständlich in jeder anderen DAW auch, denn ich denke, die meisten DAWs verfügen auch oder es gibt genug Plugins, die über eine Granularsynthese zum Beispiel verfügen oder eben einen Sampler, der Slice automatisch Slicing setzen kann. Darum soll es nämlich gleich so ein bisschen gehen und worum es im Wesentlichen geht, das möchte ich euch vorweg erzählen. Und zwar möchte ich euch in diesem Tutorial Rezept für coole Sounds verraten, wie einfach das eigentlich ist, mit Alltagsgeräuschen, die links und rechts um euch herum passieren, coole Sounds zutage zu fördern. Ich habe da ein ziemlich abgefahrenes Beispiel mitgebracht und zwar hat sich mein Nachbar vor ein paar Wochen zwei neue Terrassen gebaut. Und da habe ich seinen Werten Betonmischer gesampelt. Und das Ergebnis ist relativ unspektakulär. Der Mischer hat so eine kleine Unwucht, das heißt, da entstehen so ein paar kleine, interessante metallische Sounds, mit denen kann man ziemlich gut arbeiten. Und das ist eben ein ziemlich gutes Beispiel, wie ich finde, was ich euch mit an die Hand geben möchte, um zu zeigen, wie ihr sowas auch angehen könnt. Ja, und dann gibt es natürlich on top noch so ein, zwei kleine Methoden dazu. Eine Methode ist relativ wichtig und die habe ich hier auch verwendet an der Stelle. Und sie geht wie folgt. Ihr nehmt euch einfach das einfachste Granulargerät, was wir in Reason haben. Das ist der Grain und könnt euch quasi austoben in der Auswahl, was jetzt den Patch angeht. Und könnt einfach on top das Sample reinladen. Das heißt, ihr habt schon mal eine ganz große Grundlage, die für euch ziemlich viel Arbeit abnimmt und eventuell schon mal sowas in die Richtung produziert, was ihr denn vielleicht aus diesem Sound herausholen wollt. Das ist immer so ein bisschen die Frage, wo geht die Reise eigentlich hin? Das ist vorher natürlich schwierig zu sagen, aber umso abgefahrener die Sounds sind, die man aufnimmt, umso abgefahrener ist auch das Endergebnis. Kleiner Tipp noch von mir an der Stelle, wenn ihr jetzt so arbeitet, wie ich das gleich tue, nehmt euch die Oszillatoren am besten raus, weil wir wollen ja erstmal nur unseren Grundsound haben, den wir aufgenommen haben. Ganz kurz, bevor wir loslegen, noch natürlich die Frage, wie nimmt man sowas eigentlich auf? Und nein, man braucht keinen teuren Field Recorder dafür, denn es geht ja nicht um die Qualität der Aufnahme, sondern es geht ja eigentlich vielmehr darum, irgendwas einfach nur aufzunehmen. Die Qualität ist dabei vollkommen zweitrangig und deshalb reicht auch jedes Smartphone mit einer kleinen Aufnahmefunktion und ihr seid schon ausgestattet und bewaffnet sozusagen mit einem Recorder und könnt losziehen und eure Sounds einfangen. Das andere, was ich euch dazu noch erzählen möchte, ist, dass es natürlich wichtig ist, dass es hier jetzt nicht auf kleine One-Shots ankommt, also sowas wie ein Klatschen oder ein Fingerschnipsen. Also ich rede hier von zyklischen Abläufen von Geräten, die irgendwie in einem Intervall irgendwas passieren lassen, sodass man also eine Möglichkeit hat, auf einen größeren Pool an Sounds zurückgreifen zu können. Gut, jetzt haben wir aber genug geredet vorweg. Jetzt möchte ich euch natürlich hier auch den Sound sprechen lassen und euch zeigen, wie sich das Ganze anhört. Ich möchte euch erstmal den Betonmischer vorspielen, ohne dass ich etwas damit mache. Einen Augenblick, hier läuft gerade noch das Dings, das Vorspiel, der Vorspielplayer. So, jetzt geht's los. Das ist der Sound. Und das ist der Sound jetzt im Standard-Patch Vergon 6. Ich denke, erstmal ein ziemlich eindrucksvolles Beispiel, vor allem wie anders das jetzt klingt, aber auf der anderen Seite denke ich mal für euch auch so ein kleiner Dosenöffner, gedanklich betrachtet, wie einfach es wirklich ist, abgefahrene Dinge aus Sounds rauszuholen, wo man gar nicht vermuten könnte, dass diese Sounds da drin stecken. Die andere Sache, die ich euch hier jetzt noch zeigen möchte, das ist ein anderes Patch. Da könnt ihr dann auch nochmal sehen, wie einfach im Grunde genommen jetzt das Austauschen auch ist. Wenn ihr jetzt hier durchwandert, lasst ihr einfach den Ordner unten auf, also sprich die Stelle hier. Dann könnt ihr jedes Mal das Sample direkt wieder reinziehen. Es ist dann quasi nur hier mit den Pfeilen
mit dem Navigieren, was ihr dann machen müsst. Und ansonsten müsst ihr dann jedes Mal wieder zurück zu dem Ordner springen. Deshalb empfehle ich euch hier einfach in der Favoritenliste direkt auch einen Link einzubauen, dass ihr also jedes Mal schnell und komfortabel wieder an den Zaun drankommt und nicht unnötig durch die ganzen Ordnerstrukturen hindurchgehen müsst. Ja, wir haben hier natürlich auch in den Chords und Textures ordentlich Material drin. Und hier gibt es etwas, das nennt sich, wo haben wir es? Grain Quartet. Und auch hier kriegen wir ein ziemlich schönes Ergebnis, wenn wir das einfach mal reinziehen und ein bisschen dran rumdrehen. Okay, hier machen wir den Oszillator nochmal aus. Oh, da waren wir gerade sehr dicht an der Originalgeschwindigkeit. Man hat ja fast das Sample sozusagen erhören oder erahnen können. Aber auch hier, alleine nur mit der Effektierung, die drauf ist, durch ein bisschen Delay und ein bisschen Reverb hier am Ende, klingt das Ganze natürlich schon mal komplett anders und es ist auch aus dem Kontext gerissen. Das ist auch eine sehr gute Sache. Ja, auf dem Weg zum eigenständigen Sound sind wir hier auf jeden Fall einen ganzen Schritt weiter. Und noch einen weiteren Schritt können wir gehen, indem wir das Ganze jetzt nicht nur durch den Grain jagen und dadurch quasi irgendwie einen Drone-Sound oder einen Moving-Sound, also irgendwas, was flächenhaft ist, erzeugen, sondern uns jetzt auch gezielt natürlich an diesem Pool von Sounds bedienen und uns kleine Stellen rauspicken, die wir dann natürlich auch wunderbar perkussiv einbauen können. Suchen wir uns hier also mal wieder den Sound raus. Und alles, was wir jetzt tun müssen, ist hier oben auf Slice zu stellen. Dann wird uns ja alles in kleine Scheibchen geschnitten. Und dann können wir hier von mir aus noch in den Granularmodus wechseln, die Length ein bisschen hochdrehen, sodass wir also nicht gleich aufhören beim Spielen und damit das Ganze halt noch so ein bisschen flüssiger für uns wirkt. So, dann suchen wir uns jetzt mal die Stelle raus, wo wir das markante Metallgeräusch mit drin haben. Sekunde. Ja. Ungefähr da sitzt es, pitchen das Ganze noch eine Oktave runter. Ja, und schon kann man drauf losspielen, was einjammen und perkussiv arbeiten. Natürlich empfiehlt es sich hier auch nochmal einen Effekt drauf zu setzen. Ich dachte zum Beispiel an den Flow Brush, den habe ich euch ja in meinem vorausgegangenen Tutorial erklärt. Und hier haben wir auch ganz tolle Sachen. Moment, wir sind im falschen Ordner. Da müssen wir rein. Modulated Sounds, Processor zum Beispiel. Klingt natürlich jetzt ein bisschen leiser. Moment. Ja, vielleicht nur die Hälfte an Anteil. Kurz mal bypassen. Doch ein bisschen viel Schimmeranteil da mit drin, aber ich denke mal, Effekte haben wir genug in Reason, da wird sich schon was Passendes finden lassen. Ja, jetzt könnten wir da im Prinzip noch eine Drum drunter legen und hier tatsächlich wirklich eine Percussion aufnehmen, aber ich denke, das versteht sich von selber und das Wichtige ist jetzt hierbei, dass ihr erstmal auf jeden Fall zwei Methoden habt, mit denen ihr jetzt eure selbst aufgenommenen Sounds bearbeiten könnt. Wer von euch natürlich neben dem Grain noch den Proton Particle Accelerator hat, kann natürlich hiermit auch ganz wunderbar nochmal auf andere Patches zurückgreifen. Entschuldigung. Und hat natürlich ein bisschen mehr Auswahl als jetzt der reine Grain-User, was die Patches angeht. Natürlich könnt ihr auch from the scratch starten und euch natürlich die Patches auch selber bauen. Aber ich finde gerade diese Möglichkeit, dass man einfach auf, ich sage jetzt mal, 150 Patches zurückgreifen kann und da einfach seine Sounds reinzieht und mal guckt, was denn passiert. Das ist schon eine sehr spannende Sache. Und ihr habt es ja gesehen,
Selbst aus einem Betonmischer lässt sich einiges machen. Gut, dann hoffe ich, dass ihr Spaß hattet und selber mal ein paar Dinge ausprobiert. Wenn ihr coole Ergebnisse habt oder vielleicht eine Idee für eine coole Sache, die es sich lohnt, mal aufzunehmen, dann schreibt das doch bitte gerne unten unter das Video in den Kommentarbereich rein. Ansonsten lasst mich gerne wissen, ob ihr zufrieden wart. Dann natürlich gerne mit dem Daumen nach oben. Und ansonsten solltet ihr weitere Fragen zum Thema Reason haben oder Themenanregungen für mich, dann scheut euch natürlich bitte auch nicht unten in die Kommentarsektion ein paar Sätze niederzuschreiben. Alles klar, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Macht es gut, bleibt sauber, euer Maverick.